Die Republik ist in großer Gefahr. Als Obi-Wan Kenobi nicht zum vereinbarten Treffen erscheint, beschließt Senatorin Padma Amidala, die Separatistenaktivitäten nahe ihrer Heimatwelt Naboo ohne den Jedi zu untersuchen. Unterdessen setzen Anakin Skywalker und Ahsoka Tano ihre Suche nach Captain Rex auf Ryloth fort, während die Jedi-Ritter Luminara Unduli und Ayla Secura in Berichten von Jabba dem Hutt über Separatistenaktivitäten auf dem entfernten Eisplaneten Alzok 3 nachgehen. Dem Ort, den Jabba nannte, wie es sein sollte. Diese Allianz beunruhigt mich. Können wir Jabba denn wirklich vertrauen? Auf seine Gier? Wir vertrauen. Wenn sich die Separatisten ohne Bezahlung durch Jabbas Gebiet bewegen, wird er uns gerne helfen. Und dem Jedi-Rat seine Drecksarbeit überlassen. Hat Jabba gesagt, wonach wir suchen? Leicht zu finden ist bestimmt seine. Ich spüre bereits etwas. Etwas Großes. Was für ein trostloser Ort. Es wäre wunderschön hier, wenn es nicht so kalt wäre. Wir müssen wachsam sein, Ayla. Die Macht weist uns auf Gefahren hin. Zeigen wir ihm, wie das geht. Der Eisvorsprung versperrt uns den Weg. Bereite die Kanone vor. Moment, Commander. Eine Explosion könnte die halbe Klippe zum Einsturz bringen. Mal sehen, ob wir das nicht raffinierter hinbekommen. Vorsicht mit dem Eis. Eine feindliche Präsenz. Den Weg freiräumen, ein Droide kann. Vorsprung. Das sollte nicht lange dauern. Wenn versperrt ist der Weg eines Jedi, ein nützlicher Verbündeter.
Ergebnis? 2:0 für die Jedi. Was geschah hier? Ich weiß es nicht. Das war kein einfacher Absturz. Dieser Krater entstand nicht allein durch einen Einschlag. Vermutet ihr das wegen des schwebenden Wracks? Was kann sowas bewirken? Wenn wir die Wahrheit finden wollen, müssen wir weitersuchen.